Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht es um Zahlen, Daten, Fakten der Enpal PV-Anlage. Zum einen möchte ich vorweg schicken, Bezug nehmend auf die Kommentare unter dem letzten Video. Ich möchte kein Mitleid oder Ähnliches oder ihr braucht mich nicht zu bedauern. Das war eine bewusste Entscheidung für Enpal, die natürlich auch auf einem Hintergrund fußt. Ich wusste, was bei Enpal geboten wird. Ich verfolge die Enpal-Geschichte schon etwas länger. Hatte das erste Angebot tatsächlich auch schon vor anderthalb Jahren über eine Miete. Das habe ich allerdings damals nicht gemacht. Die Ausgangssituation ist also bei mir wie folgt. Ihr habt es ja gesehen, es ist nicht nur ein kleines Häuschen oder ein Reihenhaus. Nein, es ist ein großes, alleinstehendes Haus nebst Hof. Wir haben 1600 Quadratmeter Grundstück und davon sind 75% bebaut. Heißt natürlich, man hat laufende Kosten, immer wieder Reparaturen und so weiter und so fort. Jeder, der ein größeres Anwesen hat, weiß genau, was ich meine. Im Hinterkopf behalten. Dann kommt ein weiterer Faktor hinzu. Ich bin hier alleine. Also ich bin nicht alleine, aber ich bin hier quasi allein der Mann im Haus. Ich habe keine weiteren helfenden Hände, keiner, der mich weiter in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Meine Mutter wohnt hier noch mit und meine Frau und meine Tochter. Bei meiner Tochter ist es so, sollte man auch im Hinterkopf behalten, meine Tochter ist gesundheitsbedingt eingeschränkt, die hat einen Gendefekt und meine Frau ist ebenfalls leider nicht gesund, die hat MS. Im Hinterkopf behalten. Ich habe das Glück und bin selbstständig. Was heißt selbstständig? Selbst und ständig, haha, bringt jeder. Das kann ich langsam auch nicht mehr hören. Ich bin hier jeden Tag vor Ort. Natürlich, ich wohne hier, ich arbeite hier, ich lebe hier. Meine Tochter braucht oft Unterstützung, die ich ihr somit geben kann. Ich bin aber auch nicht weit weg von meiner Arbeit, also kann ich meiner Arbeit auch so weiter nachgehen. Das heißt aber eben auch, wenn man selbstständig ist, und ich rede jetzt nicht von Unternehmern oder geschäftsführenden Gesellschaftern, sondern einfach ein stinknormaler Selbstständiger Alleinbestreiter von allem, hat ein großes Problem. Zu einer Bank braucht ihr nicht gehen, weil da gibt es nichts. Die sagen Dankeschön, da ist die Tür, auf Wiedersehen. Warum ist das so? Das weiß ich auch nicht, wurde mir allerdings bei dem Kauf des Hofes direkt so gesagt, und zwar, Herr Schmidt, schön und gut, Ihre Bilanzen sehen gut aus, schöne Zahlen, alles schön, aber Sie sind selbstständig. Wir haben ja gar keine Sicherheit, dass das auch so bleibt. Hatten Arbeitnehmer Sicherheiten, dass das so bleibt? Nein, auch nicht. Also von dem her, keine Ahnung, aber seitdem habe ich das auch das ein oder andere Mal schon wieder gehört. Von dem her auch das im Hinterkopf behalten. Bleibt als Alleinarbeitnehmer meine Frau, die natürlich auch einer festen Arbeit nachgeht. Das allerdings im Zweischichtbetrieb, früh und spät. Genau. So, jetzt haben wir natürlich schon die Finanzierung vom Haus und hatten dann uns überlegt, Mensch, Photovoltaikstrom wird immer teurer. Irgendwie sollte doch da mal eine Lösung her. Also bin ich losgerannt und habe mir verschiedene Sachen angeguckt.
Natürlich ist der Kauf die Finanzierung oder wenn es jemand hat, ich schüttel mal, nee, bei mir kommt nichts gefallen, die Kohle auf den Tisch legen, die beste Variante. Oder man baut selber. Ja, natürlich, klar. Wer es kann, nur zu. Ich kann es nicht. Also haben wir uns einige Angebote geben lassen. War E.ON dabei, war Fiesmann dabei, ach, da waren viele dabei. Und letzten Endes waren auch sehr, sehr gute Angebote dabei, wesentlich günstiger wie bei Enpal, aber es ist jedes Mal an der Finanzierung gescheitert, weil die Bank sagt, das ist schön, dass ihr euch vielleicht euren Strom spart und euren eigenen Strom verbraucht und somit der Abschlag wegfällt oder wesentlich geringer ausfällt, aber eure Haushaltsrechnung fliegt euch trotzdem um die Ohren, weil wir den Faktor Stromverbrauch trotzdem in der Finanzierung nicht rausrechnen. Also Finanzierung, Haken dahinter. Was bleibt also? Eine Miete. Ich habe damals das Angebot von Enpal gehabt. Die hatten das Dach vollgeklatscht, ohne Batteriespeicher, glaube ich, war es damals noch. Und da hätte das Ganze über die Gesamtlaufzeit von 25 Jahren 50.000 Euro kosten sollen. Da habe ich damals gesagt, nee, das ist, das machen wir so nicht. So, das Problem wird jetzt aber natürlich drängender, logischerweise. Ich meine, die Abschläge werden immer mehr. Jetzt sind wir bei 205 Euro und rund 350 Euro Nachzahlung am Jahresende. Und jetzt ist gesagt, so, jetzt ist Schluss. Wir gucken nochmal bei Enpal. So, gemacht, getan, bei Enpal geguckt, aha, die bieten jetzt nicht nur die Mietlösung, sondern auch eine Finanzierungslösung an. Was ist jetzt der Vorteil der Finanzierung gegenüber der Miete? Ist klar, man mietet nichts, man kauft es, es gehört einem eigentlich gleich. Die Details zur Finanzierung habe ich jetzt mal hier auf dem Rechner. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal durch und gucken, was haben wir denn gekriegt und was hat es gekostet. Also 20 Module, Ja-Solar, 440 Watt, denke, Glas-Glas, Bifazial, genau, 440 Watt Peak, so nennt man es. Genau, einen Hybridwechselrichter Sungrow SH6 und einen Sungrow SBR096, also 9,6 Kilowattstunden Batteriespeicher. Mit dabei ist natürlich die Unterkonstruktion, die Notstromlösung. Wozu brauche ich eine Notstromlösung? Habe ich auch in einem Kommentar gelesen. Ja, sorry, wenn hier der Strom weg ist, was soll ich machen? Däumchen drehen? Zum Nachbarn gehen, einen saufen? Dann hat der auch keinen Strom, du Nasenbär. Der Nachbar ist bei uns übrigens die Wirtschaft und wenn die keinen Strom haben, dann haben die halt auch keinen Strom. So, von dem her ist eine komplett hirnrissige Aussage. Ich denke mal, der Kollege, der das kommentiert hat, hat anscheinend immer Strom oder vielleicht mal, keine Ahnung, 20 Minuten kurz einen Stromausfall. Es geht aber dann schon los. Wir wohnen sehr, sehr ländlich. Das heißt, wir kaufen auch auf Vorrat. Wir haben eine Gefriertruhe. Wenn hier 3 Stunden im Winter der Strom ausfällt, weil irgendwie mal wieder Schneebruch war und auf die Oberleitung gekracht ist, ja, taut natürlich alles auf. Also, über das Thema braucht man nicht diskutieren. Notstromlösung. Und wenn es mit dabei ist, geboten werden kann, nehme ich es natürlich mit. Planung, Installation, Elektroarbeiten, Netzanschluss, der ganze Bums, der da alles mit dazugehört, irgendwelche Anträge und ach, was weiß ich nicht alles. So genau befasse ich mich damit nicht, weil ich bin selbstständig, ich muss sehen, dass Kohle ins Haus kommt, ich muss mich um andere Sachen kümmern, um Sachen, die ich kann. Also gebe ich Sachen, die ich nicht kann, an andere Leute ab. Logisch, oder? So. Dann kommen wir zu einem Kaufpreis von 25.720 Euro. Wenn ich es jetzt selber kaufe, also selber mir alles zusammenfiesel und habe dann tatsächlich nur das, die Hardware, ohne Verkabelung, ohne Unterkonstruktion, ohne alles andere, hatte ich mir hier rausgeschrieben, sind wir bei 7.297 Euro, nur für die 3 großen Pakete, Module, Wechselrichter, Batteriespeicher. Sonst nichts. Kein Kabel, kein nichts. Von dem her ist das schon mal ein großer Batzen. Und
die Arbeit will ja auch gemacht werden. Wie die Arbeit gemacht wurde, das habt ihr gesehen. Das ja, schön. Aber ich will mich da, ich möchte dafür auch kein Mitleid. Ich habe geahnt, dass sowas dabei rauskommen kann, dass es nun tatsächlich so rausgekommen ist, beziehungsweise manche Bohrungen noch viel schlimmer sind, wie man sich eigentlich vorstellen kann. Aber ja, das. Man rechnet im End oder man ahnt schon, dass sowas natürlich passieren kann und fällt nicht aus allen Wolken. Also ich nicht, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse. Jedenfalls das zu dem Thema. Dass es teurer ist, ist mir klar. Interessanterweise, Fissmann hat auch ein Angebot abgegeben, war genauso teuer. So, jetzt kommen wir zu den Modalitäten, wie das Ganze finanziert wird. Wir haben das ohne Anzahlung. Also 299 Monatsraten, 25 Jahre Laufzeit, a 165 Euro, also 164,88. Das bedeutet, wir sind jetzt schon günstiger wie der Abschlag, den wir eigentlich bezahlt haben. Nicht schlimm. Wenn man das Ganze jetzt allerdings in Relation setzt und man zieht wirklich die Finanzierung über die kompletten 25 Jahre durch, dann sind wir auch wieder bei 50.000 Euro. Also um genau zu sein, 49.458 Euro und 38 Cent. Das macht natürlich insoweit nicht viel Sinn. Man hat hier allerdings bei der Flexfinanzierung den Vorteil, man kann eine Sondertilgung leisten. Und wenn man immer mal was übrig hat und schiebt da immer mal was rein, ist man vorher fertig. Die Zinsen braucht man natürlich dann, wenn vorher getilgt wird, nicht zu bezahlen. Auch keine Vorfälligkeitsentschädigung wird fällig. Also wird es günstiger. Wenn man vorher mit Sondertilgung das Ganze ein bisschen schneller abfinanziert. Wurde ich also übers Ohr gehauen? Denke ich nicht. Ich wusste, worauf ich mich einlasse und von dem her habe ich das so akzeptiert, weil das für mich die einfachste Lösung war. Da kam keiner mit ewig lang, ja, jetzt brauchen wir hier noch Unterlagen, brauchen da noch Unterlagen, müssen dies noch machen, müssen jenes noch machen. Nein. NPAL sagt, ihr wollt eine PV-Anlage, ihr könnt euch so und so viel leisten im Monat, da habt ihr eure PV-Anlage. Hey, ist doch eine Win-Win-Situation, oder nicht? Also, ich sehe da nichts Falsches dran. Auch wenn es natürlich seinen Preis hat. Das ist aber klar. Ein anderes kurzes Beispiel zum Thema zu teuer kaufen. Das fiel mir neulich so ein. Passt vielleicht nicht jedem, aber ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch eine gerechtfertigte Frage. Ihr kauft doch eure Autos auch in Deutschland. Habt ihr mal geguckt, was im Ausland kosten? Neu? Beim Hersteller? Macht's mal. Und die Moral von der Geschichte, ihr kauft weiter in Deutschland. Auch überteuert. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Einfach mal drüber nachdenken. Was jetzt hier bei uns noch dazu kommt, ist der Faktor, dass wir den NPAL-Stromtarif mitgenommen haben. Das heißt, von aktuell 38 Cent je Kilowattstunde bei aktuell Yellow-Strom bezahlen wir jetzt bei NPAL 16 Cent. Da die 16 Cent sind festgeschrieben auf 2 Jahre. Danach kann sich natürlich der Strompreis ändern, ist klar. Muss man halt sehen, wo die Reise hingeht. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, naja, warum kaufst du dir dann so ein großes Ding? Warum bindest du dir so viel ans Bein? Naja, ich hatte vorhin gesagt, wir haben eine gewisse Problemstellung in der Familie und die mussten gelöst werden. Was bringt es mir, wenn ich mir jetzt irgendwo was Kleines kaufe oder in der Wohnung bleibe und stelle aber in ein paar Jahren fest, dass meine Frau noch nicht mal mehr die Treppen hochkommt? Ja, was mache ich denn dann? Dann suche ich mir wieder eine Wohnung oder renne wieder irgendwo hin. Hier habe ich mein Eigentum. Wenn irgendwas nicht passt, nicht mehr passt, sie keine Treppen laufen kann oder sonst was, oder meine Tochter irgendwas Spezielles braucht, ja, dann wird es halt im Haus eingebaut. Ist ja meins. Kann man das in eine Mietwohnung? Soweit ich weiß nicht. Also,
sollte auch das, glaube ich, geklärt sein. Abschließend möchte ich nochmal sagen, ich wollte in dem ersten Video in keinster Weise Mitleid. Ich wollte auch nicht bedauert werden oder sowas. Ich für meinen Teil wollte euch einfach nur zeigen, im Worst Case kann sowas so aussehen, wenn ihr euch für NPAL entscheidet, was der meiste Teil wahrscheinlich nicht macht, wenn ich nach den Kommentaren gehe. Ja, es mag ja auch sein, jeder, der das selber günstiger kann oder irgendwie eine andere Möglichkeit hat, das günstiger umzusetzen, dem gratuliere ich, der soll das machen. Wenn man halt nicht in dieser Situation ist, aus welchen Gründen auch immer, kann es trotzdem eine Option sein. Kann. Möchte ich hier nochmal mit dazu schicken. Ich möchte jetzt auch nichts schönreden oder für niemanden Werbung machen. Ich werde auch nicht bezahlt für das. Das ist alles aus meiner eigenen Regie und aus meiner eigenen Kasse. Deswegen, wie gesagt, wenn das jemand selber günstiger machen kann, dann bitteschön, soll er das machen. Aber es gibt halt auch tatsächlich die Dinge, wo das funktionieren kann. Genau, ich wollte euch eigentlich, wie gesagt, nur zeigen, wie sowas im Worst-Case-Szenario aussehen kann, damit sich jeder auch mal ein Bild darüber machen kann, wie wird denn sowas überhaupt verlegt, verkabelt, verdrahtet, verirgendwas, was für Komponenten werden verwendet und wie sieht es dann letzten Endes aus. Okay, das sieht jetzt bei mir tatsächlich wild aus, die Installation. Das kann ich aber nacharbeiten, also das kann ich nacharbeiten. Das bisschen bekomme ich dann auch noch verblendet oder wahlweise auch in andere Kabelkanäle gelegt und davon geht die Welt nicht unter. Und damit hoffe ich, euch nochmal einen kleinen Einblick in das ganze Thema NPAL PV gegeben zu haben zu können. Naja, vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Hintergrundwissen, warum ich mich dafür entschieden habe und nicht für irgendwen anders oder irgendetwas anderes. Und in diesem Sinne können wir das Video eigentlich hier abschließen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!